finden Sie grundsätzlich, der politische Beschluss, wie er jetzt gefasst worden ist und gesetzgeberisch umgesetzt wird, ist der richtig oder falsch? Also sind wir auf dem richtigen oder auf dem falschen Weg? Es gibt eine klare Meinung in diesem Lande, einen solchen Weg zu gehen. Und wir als Unternehmen erkennen das Primat der Politik uneingeschränkt an. Also kann es keinen Weg geben, der dagegen läuft. In der Tat, ich glaube, Deutschland hat jetzt eine große Chance, ein Modell zu werden, nicht nur für Europa, sondern auch darüber hinaus. Und diese Chance sollten wir ergreifen. Und da sind natürlich alle gefragt, mitzuziehen, auch die Wirtschaft, nicht nur Risiken zu benennen, sondern Lösungen vorzuzeigen. Und da sind wir bereit, mitzuarbeiten, sehr gerne. Wir sind einer der größten Finanzierer für erneuerbare Energien, für Windkraftparks und haben da alleine fast 4,5 Milliarden Volumen auch investiert, also schon heute, und wir rechnen und hoffen uns ja auch daraus mehr. Deswegen mache ich jetzt keinen Hehl draus, für uns jetzt rein wirtschaftlich gesehen, als Commerzbank ist das eine gute Chance auch, an diesem Geschäft weiter zu partizipieren. Ich spüre auch in den Kundengesprächen, die ich habe, eine Verunsicherung wegen der Volatilität der Entscheidungswege. Und viele stellen sich die Frage, ist denn die Entscheidung, die heute da ist, jetzt nachhaltig und ändert sich das wieder? Und die Volatilität ist auch jetzt rein, um das Thema wirtschaftliches Handeln in Deutschland nach vorne zu kriegen, schon ein Belastungsfaktor. Es war ja, wie ich das auch vernommen habe, nicht das Wunschkonzert vom Minister, aber ich glaube, das ist ein Track Record, der nicht gerade positiv gewirkt hat auf die Vertrauenswürdigkeit der Politik Richtung wirtschaftlichem Handeln. Ja. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Faktor, und deswegen sage ich mal, es gibt bei mir immer ein lachendes und ein weinendes Auge. Das weinende Auge ist schon, dass ich glaube, wir brauchen verlässliche Politik, verlässliche Wirtschaftspolitik, und in diesem Zusammenhang waren für viele Kunden dieses nicht eine verlässliche Struktur, weil ich eben auch viele Kunden aus dem Aluminiumbereich kenne, und für die ist das wirklich ein echtes existenzielles Thema. Ich halte es allerdings auch für lösbar. Alle Parteien, wenn ich die Linkspartei mal raustue, alle Parteien, alle Fraktionen, alle Bundesländer auf der Basis eines breiten gesellschaftlichen Konsenses eine neue Energiepolitik beschließt. Das heißt, das, was bislang fehlte, konzeptionell, gesellschaftlich, politisch, ist jetzt hergestellt worden. Das spricht eigentlich sozusagen das Ergebnis, spricht für den Prozess. Der große Teil der Investitionen ist bisher im Onshore-Bereich gelaufen. Wir wissen, dass das Ganze in der Herausforderung sehr in den Offshore-Anlagen, insbesondere in den Windkraftanlagen, liegen wird. Aber man darf nicht verhehlen, der Offshore-Markt ist noch ohne Historie und ohne Erfahrungswert. Und das heißt, die Risiken der Offshore-Märkte, die kennen wir noch nicht. Es gibt natürlich welche, aber die stehen da alle 1,5 bis 2, maximal 3 Jahre. Und ob dann die Anlagen unter Salzwassergesichtspunkten und auch mit den teuren Installationen am Ende auch den Track Record, das wissen wir nicht. Ja? Und demgemäß ist sicherlich auch die Frage zu stellen, wie kriegen wir eigentlich wirklich die Finanzierung risikomäßig über die Banken? Und da sind wir in der Bütt, das wissen wir, das ist auch unser Job, wir machen es gerne. Aber wie kriegen wir die Risiken auch adäquat justiert? Ein zweites Thema ist, was nützt die tollste Anlage, die da steht, wenn das Netz nicht da ist? Ja? Das heißt, auch da, was getrennt haben, stehen die Anlagen rum, kein Netz. Also haben wir das gleiche Problem mit der Anlage, obwohl sie fertig ist, aber das Netz ist nicht da. Also schon haben wir weitere Risiken, die auch in die Anlage reingehen. Das heißt, genau diese Strukturen noch hinzubekommen, das müssen wir gemeinsam einfach erarbeiten. Ich glaube, das ist eine echte Herausforderung, um diese Wachstumsszenarien der Verdopplung von den Erneuerbaren auch hinzukriegen. Da, wie erkennbar an der Vielzahl der Gesetze, ein hoher Regulierungsaufwand getrieben wird, und ich wage die These auch mehr als in der Vergangenheit, ist für uns ein wichtiger Punkt, sind Marktelemente darin weiterhin eine führende Größe. Das, was die EU uns eigentlich vorgegeben hat, eine Marktentwicklung, eine Marktintegration hinzubekommen, ist das auch in Zukunft so, weil wir als Unternehmen dafür stehen, marktmäßig im Wettbewerb uns zu entwickeln und damit auch das Optimum einer Energieversorgung erreichen zu können. Und da ist der Staat natürlich derjenige, der die Rahmenbedingungen setzt. Und das zu analysieren, ist jetzt eine Aufgabe, die wir vor uns haben, um daraus die Chancen und Änderungen abzuleiten. Ich glaube, der Trend ist unspektakulär. Es geht in die Verstärkung der erneuerbaren Energien. Für unser Unternehmen ist das nichts Neues. Es geht aber jetzt darum, wie haben sich die Rahmenbedingungen geändert für größere Entscheidungen oder nicht. Eine Forderung ist ja bekannter, wir brauchen mehr Kraftwerke, konventionelle Kraftwerke. Frage, wer finanziert die? Oder wer investiert in diese, in den Rahmenbedingungen? Sind die Rahmenbedingungen so, dass man das tun kann? Oder muss man aus unternehmerischer, betriebswirtschaftlicher Sicht sagen, nein, im Moment, und so ist es im Moment leider so, gibt es keine Marktsignale, die ein Investment in eine Großanlage momentan rechtfertigen. Da haben wir ein Thema.
Und das müssen wir diskutieren in der Branche, mit der Industrie, mit den Banken, aber möglicherweise auch mit der Regulierung, mit dem Staat. Was ist der Weg, um einen Erfolg zu haben? Wir müssen, glaube ich, jeden einzelnes Thema, ob es das Netz ist, ob es die Erzeugung ist, ob es die Fördermechanismen für regenerative Energien ist, anschauen. Kommt da mit dem Modell das raus, was man sich als Ziel erwartet? Klar ist, dass die neuen Technologien, erneuerbare Technologien, aber auch Effizienztechnologien, aber bleiben wir mal bei den erneuerbaren Energien, noch nicht wettbewerbsfähig sind und darum auch gefördert werden. Aber die Zielsetzung ist eindeutig, sie in den Markt zu führen. Das EEG ist nach meinem Verständnis nicht Dauersubventionsregelungsmechanismus, sondern Markteinführung, der dann erfolgreich ist und am erfolgreichsten ist, wenn es sich selber abschafft. Wir brauchen jetzt eine zunehmende Marktorientierung, Marktinstrumente, Systemeffizienz und auch immer mehr mit marktwirtschaftlichen Instrumenten. Also es ist ein Regulierungsrahmen, der sich selber zurückbaut. Ansonsten wird es nicht funktionieren, gar keine Frage. Wir sagen als WWF, EEG forever is a no-go. Mhm. Wir müssen natürlich gucken, dass sich die Erneuerbaren am Markt behaupten. Und da sprechen wir jetzt, und das ist die große Herausforderung für die Zukunft. Und da müssen wir jetzt genau nachlegen in den nächsten 3-4 Jahren. Wie sieht es aus, dass man Kapazitätsmechanismen entwickelt? Das heißt, dass Erneuerbare und Speicher sich auch im Markt langsam behaupten können. Das muss so gehen, dass die Erneuerbaren weiter schneller ans Netz gehen und nicht langsamer, weil oft habe ich den Eindruck, dass die Diskussion geführt wird, um die Erneuerbaren abzuwürgen. Das findet nicht unsere Unterstützung, sondern es soll eben weitergehen und das muss Hand in Hand gehen mit der Entwicklung von Speichern. Und dann glaube ich, dass wir eigentlich auf einem sehr guten Weg sind. Es wäre falsch, jetzt irgendeine Technologie abzuwürgen, sondern wir müssen sie sozusagen laufen lassen. Wir müssen in dem Prozess der Förderung die Investitionskostenbelastung, weiß nicht, ob man so einen Begriff verwenden kann, natürlich auch unter Kontrolle behalten. Also wir haben ein klares Ziel, aber die Belastungen müssen kontrolliert bleiben und zwar bei den normalen Verbrauchern, das ist auch eine Akzeptanzfrage, und bei der Industrie, die in besonderer Weise betroffen ist. Darum besondere Ausgleichsregelungen und besondere Begünstigungen. Reden wir nochmal über die zwei Punkte, die auch zum Teil in dem Film und sonst in der Diskussion immer gerne vorgebracht werden, warum eben diese Wende zu schnell kommt und noch nicht bis zu Ende durchdacht ist. Der erste Punkt ist, es sind sehr große Investitionen notwendig, die viel Geld kosten werden. Können wir die finanzieren? Der zweite Punkt ist die Frage, ist die Bevölkerung bereit, auch die Veränderungen, die notwendig sind, mitzugehen? Stichwort Leitungen von Nord nach Süd und so weiter. Mhm. Ja? Weiß nicht, Herr Luge, Sie vielleicht? Ich glaube, das sind die richtigen Fragen. Und es geht aber nicht nur um die Leitungen sozusagen in Sichtweite oder hinter dem eigenen Garten, sondern es geht auch um Verhaltensänderungen im Konsumverhalten, die notwendig sind, um diese Ziele zu erreichen, die im Energiekonzept der Bundesregierung vom vorigen Herbst ja schon formuliert waren. Und das war auch damals ja schon ein ambitioniertes oder sehr ambitioniertes Energiekonzept, was übrigens darauf hinweist, und ich glaube, das ist immer noch richtig, dass es eigentlich eine internationale Einbindung braucht und auch eine europäische Einbindung braucht, weil wir als isoliertes Land meiner Ansicht nach nicht erfolgreich sein können. Bis hin auch zu der These, dass es einen Kyoto-Nachfolgeprozess braucht, der Rahmenbedingungen setzt. Das fehlt uns im Moment ein bisschen. Deswegen ist da das Risiko, dass das alles so glatt läuft, durchaus vorhanden, dass es eben nicht so läuft. Aber wir müssen diesen Konsens, den wir jetzt haben, fortsetzen, auch in die Folgen, auch in die, die eher schmerzhaft und eher unangenehm sind. Und ich möchte das Thema Industrie hier nicht vergessen, an den Trailer nochmal zu erinnern. Ich glaube, wir sollten da wirklich mit sehr, sehr viel Aufmerksamkeit drauf schauen, denn die Industrie, die mal weg ist, kommt nicht mehr wieder. Und ich glaube, die Arbeit beginnt jetzt erst. Das ist nicht nur eine Frage der Gesetzesverfahren, sondern eigentlich, wie schaffen wir eigentlich vor allem die Geschwindigkeit? Es geht ja auch um eine Geschwindigkeit, jetzt diese Anlagen hinzustellen, wenn wir das Ziel bis 2020 mit der ersten Stufe 35-36% auch erreichen wollen. Und da habe ich momentan echte Sorgen. Ich sage das ganz offen. Das Planfeststellungsverfahren für neue Anlagen auch im Onshore- und Offshore-Bereich dauert Jahre. Wir reden hier nicht über Monate. Das heißt, wir brauchen relativ hohe Innovationsprozesse noch weiter, viele Investitionen in die Technik, weil ich glaube,
diese Zahl, die ich jetzt mal hörte, wir müssten 3 Windkrafträder offshore pro Tag haben, die funktioniert nur dann, wenn wir sagen, es gibt nicht mehr Megawatt aus den Anlagen. Wenn wir aber in den nächsten 5 Jahren rechnen, müssen eigentlich die Dinger doppelt so groß werden. Das heißt, da brauchen wir noch viele Investitionsprogramme und Unterstützung, das meine ich jetzt nicht nur finanziell, sondern auch Fokussierung auf Innovationsförderung, die wir heute in dem Ausmaß nur in wenigen Unternehmen haben. Ich glaube aber, dass es einen Effekt gibt, der eigentliche, und zwar in einem marktwirtschaftlich liberalen Sinne, der eigentliche Trigger-Effekt, Beschleuniger-Effekt sein wird. Das ist, dass wir jetzt durch die Klarheit der politischen Entscheidung und durch die Verknappung, die durch die Beendigung einer Technologie ausgelöst wird, im Grunde jetzt die Gesellschaft an den Start geht. Die Unternehmen gehen an den Start. Es ist nicht so, dass jetzt der Staat paternalistisch seine Hand über die gesamte Wirtschaft halten muss, sondern wir haben jetzt wahnsinnig viele in der Wirtschaft, die kommen ja auch zu Ihnen, die sagen, das ist jetzt unser Geschäftsmodell. Der Grund, warum ich so überzeugt bin, ist, dass ich an der Leistungsfähigkeit, an der Kreativität, gerade auf diesem, sagen wir, Ingenieurgebiet und auch des mittelständischen Engagements keinen Zweifel habe. Das ist doch wahnsinnig interessant, wie wir von außen gesehen werden, wie aufmerksam das gesehen wird, dass sich Deutschland gerade ein riesiges, wahrscheinlich eines der größten Innovations- und Modernisierungsprojekte vornimmt unter allen großen Industrieländern. Und darum, glaube ich, geht jetzt die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Ingenieure, die Wissenschaft, die Finanz- und Versicherungsbranchen an den Start. Und dann wird sich überhaupt die Kreativität entfalten, die kein Staat entwickeln kann. Der muss den Rahmen setzen dafür, dass die Gesellschaft losläuft. Im Jahr 2020, also ich meine, wir sind auf einem Weg der Dekarbonisierung. Deutschland hat -40% der Treibhausgase erreicht. Wir haben im Jahr 2020 vielleicht 6, Ende 21 noch 3 und dann Ende 22 gar kein AKW mehr am Netz. Deutschland hat einen boomenden Markt bei erneuerbaren Energien. Wir sind ein Modell geworden für die ganze Welt und alle versuchen uns zu kopieren.